Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass du immer wieder auf die gleichen Probleme stößt, dass du immer wieder die gleichen Auseinandersetzungen mit anderen führst und trotz all deiner Bemühungen einfach nicht die Ergebnisse erzielst, die du dir erhoffst? Wenn ja, könnten vielleicht die Schutzstrategien aus deiner Kindheit schuld daran sein. Was das genau ist und welche es da gibt, das schauen wir uns jetzt an, damit du am Ende von diesem Video genau weißt, womit du dir vielleicht ganz unbewusst im Weg stehst. Mein Name ist Katharina, ich bin Psychologin, Bestsellerautorin und Coach und unterstütze dich hier auf diesem Kanal dabei, dir ein glücklicheres und erfüllteres Leben zu gestalten. Wenn das etwas ist, das dich auch interessiert, dann abonniere am besten gleich meinen Kanal und aktiviere auch diese Glocke, damit du über neue Videos von mir benachrichtigt wirst. So, kommen wir zum Thema. Unter Schutzstrategien verstehen wir in der Psychologie und auch in der Psychotherapie Mechanismen, die Menschen entwickeln, um sich vor emotionalen Verletzungen zu schützen. Meist bilden wir diese Strategien schon in der Kindheit heraus. Wenn wir durch das Verhalten anderer verletzt werden, dann versuchen wir daraus zu lernen und entwickeln Strategien, die uns vor weiteren Verletzungen schützen. Alle Menschen haben solche Strategien entwickelt und die waren ja auch zu irgendeinem Zeitpunkt für uns sinnvoll. Nur weil sie damals für uns sinnvoll waren, heißt das nicht, dass wir auch jetzt immer noch gut mit ihnen beraten sind, denn unsere Umstände haben sich inzwischen verändert. Wir haben uns verändert. Wir sind nicht länger die kleinen Kinder, die von der Zuneigung und Aufmerksamkeit ihrer Eltern abhängig sind. Wir haben uns weiterentwickelt, wir haben neue Fähigkeiten ausgebildet. Und so kann das, was uns früher geschützt hat, heutzutage für die Probleme sorgen, mit denen wir immer und immer wieder konfrontiert sind. Zeit also mal einen genaueren Blick auf die häufigsten fünf unserer Schutzstrategien zu werfen. Eine Strategie, die du vielleicht ausgebildet hast, ist die der Aggression oder des Angriffs. Vielleicht bist du jemand, der sich sehr schnell angegriffen fühlt, der schnell aufbrausend und laut wird, wenn ihm etwas nicht passt, der vielleicht im Affekt auch schnell Dinge sagt, die du dann hinterher bereust. Vielleicht kommt es auch häufig vor, dass du Menschen, die dir eigentlich sehr lieb sind, durch diese Art verletzt. Das heißt, wann immer du dich bedroht fühlst, reagierst du mit Angriff. Du lebst nach dieser Devise, Angriff ist die beste Verteidigung. Und diese kämpferische Haltung, diese aggressive Haltung, die hilft dir vielleicht auch, diese unangenehmen Gefühle, die passiveren Gefühle vielleicht, wie Hilflosigkeit, Unsicherheit, Selbstzweifel, Scham oder Schuld zu überdecken, dass man die nicht so spüren muss, indem man gleich in diesen Kämpfermodus geht. Das Ding ist nur, Angriff ist leider nicht die beste Verteidigung. Es ist eine Strategie, die dich extrem viel Kraft und Energie kostet und die oft noch zu weiteren Problemen führt. Denn Angriff erzeugt oft Gegenangriff, also provoziert auch weitere Aggressionen wieder von deinem Gegenüber. Und so schaukeln sich Situationen, Konflikte, Personen miteinander hoch. Das führt auch zu jeder Menge Stresshormonen, die da durch dein Blut rauschen die ganze Zeit, die ja auch gesundheitsschädlich sein können, wenn sie vor allem auf Dauer bestehen. Vielleicht reagierst du aber auch eher mit Flucht oder Rückzug. Das ist eine weitere Strategie, die wir entwickeln können, um uns vor Verletzungen zu schützen. Das heißt, wann immer du dich überfordert fühlst, fliehst du aus der Situation. Wenn Konflikte bestehen, wenn man über unangenehme Gefühle oder irgendwas, ja, Unangenehmes reden muss, dann suchst du lieber das Weite. Du haust einfach ab. Das führt natürlich für den Moment dazu, dass du dem, ja, Problem aus dem Weg gehst und dich damit auseinandersetzen musst. Das kann zu so einer momentanen Erleichterung führen. Das Problem ist aber, die Konflikte, die Probleme, die lösen sich ja nicht in Luft auf und die werden halt auch nicht aktiv angegangen von dir. Das heißt, sie stauen sich im Hintergrund auf. Nur weil du wegsiehst, sind sie halt trotzdem noch da. Und gerade dadurch, dass sie sich eben dann anstauen, dass sie mehr werden, dass sie größer werden, nimmt dann auch wieder dieses Gefühl von Überforderung zu. Eine dritte Strategie, die du vielleicht ausgebildet hast, ist die von Kontrolle und Perfektionismus. Das heißt, du versuchst dich vor Verletzungen zu schützen, du versuchst Kritik vorzukommen, indem du möglichst perfekt bist, indem du alles fehlerfrei machst, indem du dich und die Situation und alles möglichst perfekt kontrollierst. Du stellst also sehr hohe Ansprüche an dich. Du kontrollierst alles 10-mal. Du kannst auch nicht schnell Entscheidungen treffen oder Dinge schnell zum Ende bringen, weil du musst sie ja immer nochmal und nochmal durchgehen, damit sie dann wirklich fehlerfrei sind. Diese permanente Angst vor Fehlern führt natürlich auch zu so einer, ja, permanenten Anspannung, unter der du stehst. Im zwischenmenschlichen Bereich kann diese Strategie häufig zu Konflikten führen, wenn du eben auch versuchst, das Verhalten der anderen zu kontrollieren oder die anderen Personen zu kontrollieren. Und es ist auch eine Strategie, die natürlich so ein bisschen an der Realität vorbeigeht, dass wir auch akzeptieren müssen, bestimmte Dinge nicht kontrollieren zu können.
Eine vierte Strategie, die du dir vielleicht zu eigen gemacht hast, ist die der Anpassung. Das heißt, du passt dich an die Erwartungen und Meinungen der anderen an, um von ihnen gemocht zu werden und akzeptiert zu werden. Du bist vielleicht der Typ immer brav, lieb und unkompliziert. Du versuchst immer, es allen anderen recht zu machen. Du verbiegst dich für die anderen. Du stellst deine Bedürfnisse immer hinten an. Du sagst nicht gerne Nein, vermeidest auf Biegen und Brechen Konflikte mit anderen und versuchst auch bloß nicht irgendwo anzuecken. Lieber schluckst du deine Gefühle runter, was aber auch dazu führt, dass dich dieser Groll, der natürlich irgendwie trotzdem da ist, unterschwellig immer weiter anstaut. Hinzu kommt, dass du trotzdem in permanenter Angst vor Ablehnung lebst, wie auch die Perfektionisten, was ich eben schon gesagt habe, weil man es ja nie allen recht machen kann. Die fünfte Schutzstrategie, die ich dir hier vorstellen möchte, ist die der Vermeidung. Die ist ähnlich wie die Fluchtstrategie, aber Flucht ist ja ein aktives Geschehen. Und bei der Vermeidung geht es darum, dass wir unangenehme Emotionen oder eben Konflikte richtig ignorieren oder unterdrücken, dass wir die nicht wahrhaben wollen. Es geht auch oft mit so einer Betäubung einher, also dass wir vielleicht vermehrt Alkohol trinken oder zu irgendwelchen Tabletten, Drogen greifen, um Dinge nicht spüren zu müssen. Auch das ist natürlich eine Strategie, die im ersten Moment eine Erleichterung bringen kann, wenn man sich dann nicht damit auseinandersetzen muss, aber im Hintergrund dazu führt, dass sich die Probleme weiter aufstauen, weil sie auch hier nicht aktiv bewältigt werden. Gleichzeitig ist Vermeidung immer eine Strategie, die unseren Lebensradius Schritt für Schritt einschränkt, weil wir halt immer mehr Situationen, Konflikte, Menschen, Orte, was auch immer dann vermeiden. Und so wird unser Leben irgendwie immer enger, unser Radius wird immer enger. Und dann auch hier nimmt dieses Gefühl von Bedrohung und Überforderung, was unterschwellig immer die ganze Zeit mitschwingt, das nimmt halt auch zu, weil auch hier wieder wir uns ja in unser Schneckenhäuschen zurückziehen und durch diese fehlende Bewältigung die Angst ja nur verstärkt wird. Wenn du dich in der ein oder anderen Schutzstrategie jetzt erkannt hast, dann schreib mir das mal unbedingt in die Kommentare, welche das ist. Können natürlich übrigens auch mehrere sein, ne? Also es ist nicht so, dass jeder nur eine hat, sondern du kannst dich auch in mehreren Strategien wiedererkennen. Und natürlich gibt es auch noch viele weitere. Ich habe jetzt hier nur mal die fünf, ja, ich würde sagen, häufigsten, die, mit denen, glaube ich, jeder was anfangen kann, genannt. Es gibt aber noch viele weitere, wie Rationalisierung, Dissoziation, Projektion etc. So, und dann stellt sich natürlich noch die Frage, was macht man nun damit? Ich würde dir empfehlen, das tatsächlich vielleicht auch mal schriftlich kurz zu bearbeiten, dass du dir also aufschreibst, in welchen Schutzstrategien hast du dich erkannt, welche hast du entwickelt. Und dann schreib dir tatsächlich auch mal Situationen aus deiner Vergangenheit auf, in denen du nach dieser Strategie gehandelt hast. Also wo du zum Beispiel aus einer Situation geflohen bist oder in den Angriffsmodus gegangen bist. Schreib dir diese Situation auf und überlege dir auch mal, zu welchen Problemen, Konflikten, ja, zu was hat das geführt, was war die Konsequenz davon, damit ich dir hier nicht nur in der Theorie sage, wie das Ganze vielleicht sich nachteilig auf dein Leben auswirkt, sondern dass du es eben auch an deinem Beispiel, an ganz konkreten Alltagssituationen erkennst. Dient dir diese Strategie oder dient sie dir nicht? Denn das Ding ist, der erste Schritt, ein Verhalten zu ändern, liegt immer darin, sich erstmal dieses Verhaltens bewusst zu werden. Wir müssen erstmal, uns muss das Licht aufgehen, wir müssen merken, was wir da tun. Und mit diesem Video möchte ich dich vor allem dafür sensibilisieren, dir das mal bewusst zu machen, zu verstehen, auf welche Strategien du zurückgreifst, damit du dann das nächste Mal in dieser Situation merken kannst, hey, jetzt verhalte ich mich gerade wieder nach diesem Muster, jetzt mache ich das gerade wieder, jetzt bin ich gerade wieder dabei, hier aufbrausend zu werden oder auch mich an andere anzupassen. Und wenn du das machst, dann ist das schon ein enormer Fortschritt, wenn dir das auffällt, weil in dem Moment hast du dann auch die Möglichkeit, dich anders zu verhalten. Nicht vorher. Also, ich hoffe, du kannst etwas Wertvolles aus diesem Video mitnehmen. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, wenn dem so sein sollte. Du findest mehr von mir auf meiner Seite www.glücksdetektiv.de oder bei Instagram und Co. findest du mich unter Dr. Katharina Tempel. Ich freue mich, wenn du dich auch auf anderen Kanälen mit mir verbindest und gleich hier unter dem Video in den Kommentaren. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.